Der Ball rollt wieder am Sportpark Pfalz-Navail. Zwei Wochen nach dem Heimsieg gegen Dresden geht es wieder los für das Team von Trainer Jens Keller. Die klare Devise: hart arbeiten an den Schwachstellen aus der Hinrunde, um möglichst schnell von Platz 16 der Tabelle wegzukommen. Dabei wird in den kommenden 3,5 Wochen bis zum ersten Spiel einiges auf dem Programm stehen. Neben der Grundfitness und taktischen Inhalten beispielsweise auch aggressives Zweikampfverhalten. Sicherlich wird es nach wie vor ein großer Schwerpunkt sein, wenn man unsere Statistik anschaut und das alles nochmal von der Vorrunde Revue passieren lässt, ist es sicherlich ein Mangel, wo wir haben, dass wir im Zweikampfverhalten nicht so die Balleroberung haben, wie ich mir das auch vorstelle. Und das wird sicherlich im Training ein ganz wichtiger Faktor sein, dass wir das immer wieder erarbeiten, immer wieder auch aufzeigen, auch anhand von Video, was man anders machen kann. Und das wird schon einer der Schwerpunkte sein. Noch nicht mit auf dem Platz, aber seit heute mit dem Club-Logo auf der Brust, ist Neuzugang Philipp Heise. Der 28-Jährige kommt auf Leihbasis aus England und verstärkt die Abwehr. Ich bin hier, um nicht 1000 Interviews zu geben, sondern auf dem Platz zu zeigen, was ich kann und der Mannschaft zu helfen. Und jetzt versuche ich erstmal gut durch die Vorbereitung zu kommen, wie schon gesagt. Aber in der Rückrunde will ich einfach nur Gas geben auf dem Platz. Man kennt die zweite Liga sehr gut, hat einen sehr, sehr starken linken Fuß, kann sehr viel Druck auch über die linke Seite machen, von der Defensive raus und hat die Erfahrung und hat schon gezeigt, welche Qualität er hat. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir uns defensiv eventuell noch stärker aufstellen können, mehr Konkurrenzkampf und vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung auf der einen oder anderen Position. Philipp bringt vieles mit in dem Bereich, hat jetzt den Durchbruch in der Premier League nicht geschafft, hat in den letzten Wochen aber die Spielpraxis in der U23 gesammelt, ist im Training, ist im Saft und ich glaube, dass er vom ersten Tag an Vollgas geben wird. Die zweite Liga kennt der Linksfuß bereits aus der Vergangenheit. 89 Spiele stehen für ihn zu Buche. Nach seinem Wechsel ins Ausland will Heise nun dabei helfen, dass der Club schnell aus dem Tabellenkeller kommt. Die nötige Zuversicht bringt er schon mal mit. Da müssen wir Spiel für Spiel dran arbeiten, dass wir uns da unten rauskämpfen. Und die Qualität haben wir in der Mannschaft, davon bin ich überzeugt. Habe auch schon viele Spiele gesehen und da muss man jetzt einfach schauen, dass man die Vorbereitung gut überlebt, vieles rausnimmt und analysiert. Und dann werden wir es auch in der Rückrunde sehr, sehr gut machen. Einer, der auch bald wieder mithelfen könnte, ist Christian Matenje. Nach seinem Kniescheibenbruch ist der Torhüter nun wieder auf dem Platz zurückgekehrt. Entsprechend gut gelaunt. Bis er und auch Andreas Luxe wieder voll einsteigen können, wird es aber noch ein wenig dauern. Die zwei, Luxe und Matenje, haben wir noch nicht auf dem Platz, also schon auf dem Platz, aber mit dem Torwarttrainer trainiert, aber nicht mit der Mannschaft. Und ich glaube, bei Matenje dauert es auch noch den einen oder anderen Tag und deshalb habe ich noch kein Luxusproblem. Ich bin froh, wenn alle wieder da sind. Ich streiche lieber oder setze jemanden raus, wie dass ich hoffen muss, dass ich überhaupt jemanden habe im Tor. Und es ist optimal, wenn alle dabei sind, würde ich mich freuen. Sicherlich auch für die Spieler schön, aber erstmal müssen sie auf dem Platz sein. Nach dem ersten lockeren Aufgalopp heißt es dann in den nächsten Tagen und Wochen Vollgas geben. Erst in Nürnberg, ehe es dann nach Spanien ins Trainingslager geht, um gut gerüstet zu sein für die zweite Saisonhälfte.